Chick-Ticker-Schnellpratze. In Kürtus. Okay. Das ist eine Fähigkeit zum Glück, also kann Keldor das einfach einsetzen. Imoin braucht doch ein bisschen mehr als Keldor und Minsk. Ja, ich warte, bis Keldor auch sein Level abkriegt, dann mache ich nämlich beide gleichzeitig. Keine große Herausforderung. Der Ort ist halt voll mit Betrachtern. Eure Stunde wird noch kommen! Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zuschuss. Das kann ich jetzt gerade gebrauchen, dass Minsk in der Gegend rumläuft. Ich, was immer ihr wünscht. Herr Gott, nochmal Minsk. Minsk! Oh Mann. Verdammter Idiot. Mann, ey, warum gerade ihn den warum musste gerade ihn der Furchtzauber treffen und er so panisch rumrennen? Ja? Ich hasse Furcht. Ich hasse Furcht echt. Sie kommt dann, wenn man nicht damit rechnet. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Herausforderung. Ach, Gott, ey. Ja? Betrachter. Ich tu dir weh, wenn es sein muss. Ein riesiger Ort voller Überraschungen. Die Diener schon erledigt. Ich bin bereit. Gut. Wir sind in diesem Betrachter losgeworden. Können also die Einstellung wieder runterdrehen und Stufenaufstiege machen. ETW um 1. Ein 3er Priesterzauber, 3 Trefferpunkte. Und bei dir. ETW um 1, 3 Trefferpunkte, ein Sagenkunde. Ja. Das bitte wieder höher. Und Quicksave machen. Und dann müssen wir Minsk heilen. Und Yahira. Ich warte auf euren Befehl. Vita Mortis Aeon. Vita Mortis Aeon. Vita Mortis. Was kann ich tun? Vita Mortis. Vita Mortis. Ja. So. Gut. Wenn ihr es wollt. Können wir jetzt den Raum mal vorsichtig betreten? Hier nach oben. Gerne. Meine Freunde werden...
Sie überwältigen mich fast. Wenn ihr die Sachen zu bieten habt, würde ich... Ich bin schon unterwegs. Wo kommen die jetzt her? Wurde aber hätte ich auch gemacht. Und sie töten natürlich Keldon. Ich hasse euch. Keine große Herausforderung. Ohohohohoho. Schon erledigt. Ach nö. Wer ist diesmal gefiert? Ja? Die Dienerin der Natur. Ich warte auf euren Befehl. Ja? Ich bin bereit. Ich bin aber gerne. Ja. Diesen Dungeon, den muss man einfach hassen. Keine große Herausforderung. Ja? Ja? Inkürtus. Ihr zeigt mir wohin. Ich bin bereit. Habt ihr einen Plan? Erwischt! Führt mich an, meine Klinge wird euch schon zurechtstürzen. Jawohl, wie ihr wünscht. Hier ist es einfach zu... Okay. Keldon wird gerade immer dümmer gemacht? Nö. Los, guck es an. Ihr habt es so gewollt. Ich helfe, wo immer ich kann. Auf geht's! Ja, Keldon ist fast tot, das können wir wieder vergessen. Die Elifiten da sind nervig. Keine große Herausforderung. Ich würde vorschlagen, wir versuchen es doch erstmal nach oben. Lassen da unten die Elifiten und die Gaufs gegeneinander kämpfen. Ihr habt es so gewollt. Ich werde euch erledigen. Ich bin bereit. Also ich würde niemals im Unterreich wohnen wollen. Die Dienerin der Natur ist Mormus. Vita. Mormus. Ja? Weil hier werde ich so gut wie alles umbringen und alles ist irgendwie böse. Stark. Nun gut. Ich helfe, wo immer ich kann. Inkürtus. Was? Ich warte. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Wenn ihr mir zeigt, mir wo ihr habt, würde ich mir danken. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Wer ist gelähmt? Yahira und Talisa. Alles am Helden. Ihr Bogen, Schwerter statt Wörter. Das war die falsche Taste. Ja, wenn ihr es wollt.
Fragt nur, natürlich. Geld und Zeug. Und natürlich kein absolut kein Platz. Was kann ich schneller als Chick-Ticker schnell platze? Ich warte. Die Treppe endet im Nichts, sie führt nirgendwo hin. Okay. Ja, wir haben definitiv zu viel Zeug. So, jetzt ist schon der Behälter voll. Ein Amulett. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Ich bin fast überlegt, hier mal zu rasten. Dann werde ich aber wahrscheinlich von den Viechern hier im Schlaf gefressen. Ja, jetzt müsste ich eigentlich rasten. Kann während des Gesprächs nicht gespeichert werden? Hier spricht da keiner. Ja, wir haben gerastet. Okay, was haben wir hier für Amulette? Rettungswürfel gegen Zauber. Grünstein-Amulett. Jedes Mal, wenn der Schutz aktiviert wird. Ah, das ist ein Grünstein-Amulett. Das eigentlich nicht viel bringt. Zusätzlicher Zauber ist besser. Schildamulett. Schildamulett ist recht nutzlos eigentlich, wenn es nicht benutzt wird. Frag keine große Herausforderung. Da ist noch die Silberklinge übrigens. Ja, Klinge des Ausgleichers. Dies ist ein Teil des Ausgleichers. Dieses mächtige Langschwert wurde von langer Zeit als ein Werkzeug geschmiedet, um das Gleichgewicht der Kräfte im Universum zu wahren. Es ist auch das Schwert der Neutralität bekannt und richtet mehr Schaden an, je weiter die Gesinnung des Ziels von einer absolut neutralen Gesinnung abweicht. Angeblich wurde der Ausgleicher zuletzt vom Elfenheld Elaine Grünblatt geführt, der bei einer Expedition ins Unterreich verschwand. Es gibt auch noch andere Gerüchte, die sagen, dass der Edelstein vom Griff des Schwerts von einem entflohenen Sklaven gestohlen und wieder an die Oberfläche gebracht wurde. Mhm. Ja, was schmeißen wir hier mal kurz raus? Wir haben viel zu viel Schnelligkeitsöl hier drin eigentlich. Nee, Holzblöcke sind leider nicht stapelbar. Bitte mal alle in den Rucksack, danke. Jetzt haben nämlich solche Kleinteile eher Platz, dass ich sie rauspacken kann.
Die Lalkor will ich eigentlich nicht behalten. Aber diese Sachen zum Beispiel. Ach, jetzt ist der Behälter wieder voll. Könnte ich noch irgendwas rausschmeißen? Ein Heiltrank. Ja, kann ich bei der nächsten Gelegenheit trinken. Nun gut. So, jetzt aber erst einmal Spiel speichern. Das ist jetzt LP045. Und dann mache ich erstmal einen Cut und sehen uns dann gleich wieder im Horror-Dungeon. Der Betrachter. Der richtige Horror-Dungeon kommt hier erst noch. Also, bis dann.